Nachdem das Osterhasenwunderland wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste und die ganzen Lockerungen der Maßnahmen in Kraft sind, entschied sich der Verein Rofa trotzdem etwas für die Kinder zu tun. Somit wurde das Bambini Open Air mit Kinderdisco, Sommermarkt und Kinderflohmarkt ins Leben gerufen. Die Veranstaltung fand im Waldgarten des Gasthaus Farkasch in Roten Turm statt. Das Bambini Open Air ist ein Erlebnis in der Natur, nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie. Petra, Opfer von Rofa. Was ist eigentlich Rofa? Rofa ist ein Verein, den wir gegründet haben, um in Roten Turm Oster- und Familienaktivitäten im wunderschönen, romantischen Waldgarten zu veranstalten. Laut meiner Information, Sie haben geplant Osterfest für die Kinder, nur leider Gottes durch die Coronavirus ist durchgefallen. Ist das jetzt Ersatz für die Osterfest? Ja, ich glaube, wir sind heuer genauso wie viele andere davon betroffen gewesen, dass es eben leider auch kein Osterevent gegeben hat. Unser Osterhasenwunderland konnte nicht stattfinden. Es sollte jetzt kein Ersatz sein, sondern wir haben uns gedacht, wir möchten einfach den Kindern in der Region und den Familien einen unseren Garten zur Verfügung stellen mit Kinderaktivitäten. Und so haben wir eigentlich vor 14 Tagen ziemlich spontan das Event Bambini, unsere erste Open-Air-Kinderdisco, ins Leben gerufen. Und so wie es aussieht, würden wir das sehr gerne auch in den kommenden Jahren beibehalten, dass wir eben unser Osterevent und auch unser Sommerevent veranstalten können. Aber das Kinderdisco Bambini ist nicht nur heute, sondern ich glaube, dauert bis 30. August, habe ich recht? Ja, absolut richtig. Bambini, unsere Kinderveranstaltung, ist jetzt jeden Sonntag, immer wieder sonntags, ab 14 Uhr geöffnet und das Ganze während der Ferien bis 30. August. Es ist gut besucht, aber was bietet ihr alles da? Ja, wir versuchen einen Mix zu bieten, damit eben sich die Familien hier auch wirklich wohlfühlen. Das heißt, es beginnt eben mit unserem Höhepunkt der Kinderdisco, wo die Kinder einfach tanzen sollen, Spaß haben sollen. Wir haben Kinderspiele, wir haben einen Trommelworkshop, wir haben ein ganz tolles Planetarium, ein mobiles Planetarium, also das ist auch etwas ganz Besonderes. Dann gibt es unseren Sommermarkt, wir haben einen Kinderspielzeugflohmarkt. Natürlich viele Aussteller und naja, Essen und Trinken kommt natürlich auch nicht so kurz bei uns. Ich kann sagen, eine gut gelungene Veranstaltung. Sage ich danke für die Zeit und alles Gute. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und ich würde mich freuen, euch alle in Bambini begrüßen zu dürfen. Machen Sie mit uns eine Entdeckungsreise durch den kindergerechten Platz. Hier gibt es viele Spiele für Kinder, wie Malen und Basteln, eine Kinderdisco, einen Trommelworkshop, ein Ringelspiel, Schaukel bis hin zum Sommermarkt mit vielen Ausstellern. Thank you.